Wenn ihr durch den Wald geht, dann versucht dies möglichst leise und ohne Geräusche zu machen. Schreit nicht wild herum, verhaltet euch ruhig. Versucht, die Natur in euch aufzunehmen und versucht den Geist, die Stille, das Leben hier einfach einmal einzuatmen, aufzunehmen und sich daran anzupassen. Schaut immer nach vorne und beachtet auch den Boden. Tretet keine jungen Pflanzen zusammen, zerstört nicht unnötig Pilze, tretet auf keine möglicherweise am Boden liegenden Eier drauf oder steigt auf Lebewesen drauf. Achtet einfach auf Wald und Boden, achtet auf die Natur, versucht hier keinen Schaden anzurichten, versucht keine Spuren zu hinterlassen, versucht den Wald so zu verlassen, wie ihr gekommen seid, dass niemand auf die Idee kommen würde, dass hier jemand im Wald war. Darum geht es eigentlich beim Bushcraften. Man hält sich viel in der Natur auf, kampiert auch, kocht auch, aber man verlässt die Natur dann so, wenn man sie vorgefunden hat. Und die hohe Kunst dabei ist, dass selbst wenn nachher einer nachschauen geht, dass man absolut keine Spuren findet. Und wenn man das so macht, und der Natur überhaupt keinen Schaden zufügt, dann ist das gut für die ganze Bushcraft-Szene. Und es wird höchstwahrscheinlich auch nie Probleme mit einem Förster oder Jäger geben, wenn auch der weiß, dass es hier absolut keine Gefahr für Natur und Wald gibt. Wenn ihr also unterwegs im Wald seid, dann seht euch den Boden an, seht euch die Bäume an, versucht sie zu bestimmen, versucht herauszufinden, um welche Bäume es sich handelt. Die Meister unter euch werden das schon auf dem ersten Blick erkennen. Andere werden etwas genauer hinsehen müssen, können sich aber auch gerne ein Buch zur Hilfe nehmen. Das macht überhaupt nichts. Betrachtet das Moos, versucht herauszufinden, wie die Bodeneigenschaften sind. Ist es feucht, ist es trocken? Seht euch die Bäume aus der Nähe an. Hier haben wir Nadelbäume und einen Laubbaum. Eine Buche. Auch hier junges Bäumchen. Wie gesagt, achtet besonders auf diese Pflanzen. Zerstört keine jungen Pflanzen. Es soll ja im Wald alles nachwachsen. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr mögt, einen Kompass mitnehmen und euch immer in der Richtung orientieren und versuchen euch zu merken, aus welcher Richtung ihr gekommen seid und wo ihr hingeht, wo die einzelnen markanten Punkte sind oder wo euer Dorf oder euer Ausgangspunkt liegt. Könnt euch auch am Lauf der Sonne orientieren und euch ein bisschen auch ansehen und aufnehmen, wie sich die Tageszeiten verändern und auf den Wald auswirken. Gibt auch die Möglichkeit, wenn man keinen Kompass hat, sich mit Hilfe der Uhr zu orientieren. Auch eine Möglichkeit, und die findet ihr auch auf YouTube oder in diversen Büchern oder im Internet einfach gut aufgezeichnet. Und dann könnt ihr euch ja den Spaß machen, mit eurer Uhr den Süden zu finden oder jede andere Himmelsrichtung und sie dann mit dem Kompass zu vergleichen. Könnt euch aber auch anhand einer Uhr orientieren, anstatt einen Kompass zu nehmen. Ihr richtet einfach den Stundenzeiger auf die Sonne und wenn es Vormittag ist, zum Beispiel 9, dann richtet ihr den Stundenzeiger auf die Sonne und halbiert den Winkel zwischen 12 Uhr und 9 Uhr.
Und am Vormittag geht er dabei immer nach rechts, also im Uhrzeigersinn vor. Am Nachmittag, zum Beispiel um 3, richtet er den Stundenzeiger auf die Sonne und halbiert dann wieder den Winkel zwischen 12 und 3. Aber diesmal eben 12 und 3 auf der rechten Seite. Er geht also nicht nach links zurück. Also, wenn es jetzt vormittags wäre, dann wäre Süden jetzt ungefähr hier, nämlich zwischen der 8 und der 12. Man geht dann rechts herum. Und wenn es jetzt nachmittags wäre, dann müsste man ungefähr hier Süden. Hier Süden ungefähr annehmen. Man müsste dann also die Sonne zurückverfolgen in Richtung 12 Uhr, wo sie im Süden steht, und halbiert dann den Winkel, also circa einen Dreiviertelwinkel hier in der Mitte dann durch, und dann weist uns das die Richtung in Richtung Süden. Versucht euch im Wald einfach ein wenig zu orientieren, auch wenn es am Anfang vielleicht etwas schwer ist. Jeder Baum hat seine ganz eigene Form, jede Buschgruppe bildet ihre ganz eigene Gruppierung, Form aus, hat eine ganz eigene Zusammenstellung. Auch die Baumabstände sind unterschiedlich, und versucht einfach so einen Blick einfach für Details zu bekommen und euch zu orientieren. Ihr könnt auch ein paar Marken bitte umweltfreundlich machen, irgendwo einen Ast anlehnen oder sonstiges zum Beispiel, oder einen Tannenzapfenhaufen zusammenlegen in einer ganz bestimmten Form, die ihr wiedererkennt. Solche Dinge, solche Tricks kennt man aus der Kinder-Indianer-Literatur oder aus der Pfadfinder-Literatur. Nichtsdestotrotz sind sie sehr hilfreich und wirken auch. Also damit könnt ihr euch herumspielen. Und ja, wenn ich schon dabei bin und das Bild habe, hier habe ich einen ganz günstigen Kompass von Amazon für 3,99 €. Hat ein Thermometer auf der Rückseite. Ist mehr oder weniger ein Karabiner mit Thermometer und Kompass. Und man muss sich nichts Teures leisten, einfach um sich zu orientieren, wenn man wirklich Märsche machen will. Aber das wäre ein eigenes Thema. Dann braucht man natürlich Kompass und Parasole. Aber wenn ihr einfach nur mal euch ein bisschen orientieren wollt oder schauen wollt, ob die Handy-App funktioniert, legt euch so ein Ding zu. Ist ein Taschengeld und funktioniert und ist ein lustiges Gimmick. Ja, und wenn man sich diese Dinge einmal ein bisschen eingeprägt hat und damit herumgespielt hat, dann wird man auch Punkte im Wald ganz schnell wiederfinden, auch wenn man sich mitten im Wald befindet. Vielleicht kennt ihr ja irgendetwas. Vielleicht kommt euch ja etwas bekannt vor. Könnt ihr mal raten, vielleicht erkennt ihr auch Marken. Und vielleicht kennt ihr diese Stelle wieder? Wäre ich gespannt auf die Antworten. Ja, und wenn ihr euch orientieren wollt im Gelände, die man gerade ausgehen wollt, gibt es auch einen einfachen Trick. Ihr sucht euch einfach zwei Bäume, die möglichst hintereinander liegen, zum Beispiel diese beiden hier, und dann stellt ihr euch genau dorthin und geht auf den ersten Baum zu. So, erster Baum erreicht, dann gehen wir auf geradem, möglichst geradem Weg auf den zweiten Baum zu, und dann suchen wir uns zwei Bäume, die wieder hintereinander liegen. Man kann zur Sicherheit nochmal nach hinten blicken und sehen, ob man vom letzten Baum
geradeaus weitergegangen ist. Dann sucht man sich wieder zwei Bäume, die möglichst hintereinander liegen. In einer Linie wird jetzt etwas schwierig, aber man könnte trotzdem die beiden da hinten nehmen. Die liegen ziemlich auf geradem Weg, vor allem der zweite. Also bewegen wir uns möglichst gerade auf diese hin. So, erster Baum. Wir liegen nicht ganz gerade von den letzten beiden, aber doch ungefähr. Und der zweite Baum liegt ja wieder etwas weiter rechts. Besser auf der geraden Linie. Dann bewegen wir uns dahin. Und ja, so kann man sich halbwegs gerade im Gelände bewegen. Eine Anleitung dazu findet ihr auch bei Saki. Der macht das ganz professionell. Orientieren im Gelände mit Karte und Kompass und auch ohne. Und da könnt ihr ja auch nochmal schlau machen zum Beispiel. Ihr werdet aber sicher noch weitere Videos dazu finden auf YouTube. Seht mal hier, was ich hier entdeckt habe. Eine wilde Möhre. Die habe ich jetzt ausgegraben mit einem selbstgeschnitzten Grabstock. Dazu nimmt man einfach einen Stock und spitzt zwei Seiten relativ flach an. Dann hält man so einen spatenmäßigen Kopf und damit, also der war hier schon angebrochen flach, das habe ich noch ein bisschen nachgeschnitzt und die andere Seite ein wenig abgeflacht, dann sieht das Ganze ungefähr so aus und damit kann man wunderbar Sachen ausgraben. Jetzt seht euch das mal an. Herrlich, oder? Eine Waldelerdbeere. Super. Ah. Einmalig im Geschmack. Herrlich. Super. Ich habe da drüben am Waldrand gerade eine Stelle gefunden mit hunderten Walderdbeeren und Wildmöhren und Buchen und Brennnesseln. Also eine super Stelle, um zu überleben, um sich auch satt essen zu können, denke ich mal. Ja, herrlich, was man im Wald alles so findet. Wie man Brennnesseln richtig sammelt und was man daraus alles machen kann, das seht ihr euch am besten auf YouTube an, zum Beispiel bei Benjamin Clausen. Buschmanns Gruß an dieser Stelle. Brennnesselnblätter schmecken wie Spinat. Man kann sich auch einen wunderbaren Spinat draus machen. Werde ich heute auch mal ausprobieren dann daheim. Ich habe Brennnesselblätter gesammelt und ja, ich bin schon gespannt. Schmeckt sicher wunderbar. Und wenn ihr gerade auf Wohnungssuche seid, hier ist gerade ein Haus frei geworden. Ein wunderschönes Schneckenhaus. Schön, nicht? Eine mächtige Buche.
eine dicke Eiche direkt am Wegrand. Und wer hat den schrägen Baum dahinter erkannt? Und seht mal her, dieses Exemplar habe ich auch noch gefunden. Das soll es erstmal gewesen sein zum Thema Streifen im Wald, Querfeld eingehen. Jetzt aber raus in die Natur und viel Spaß dabei. Buschmannsgruß.